Wünsche in Übereinstimmung mit der Wissenschaft. Du kennst die Gesetze und deren Auswirkungen. Dadurch gewinnst du die Erkenntnis, dass du ausschließlich durch geistiges Tun zu dem kommst, was du wirklich willst. Dieses wiederum führt dich dazu zu wissen, dass Harmonie und Glückseligkeit nichts mit finanziellem oder materiellem Wohlstand zu tun haben, sondern dass es ausschließlich deine Bewusstseinszustände sind, die dir dazu verhelfen. Wirklichkeit ist das, was am Ende die Erfüllung deines Wunsches ausmacht. Wohlstand ist etwas Nützliches, jedoch bildet auch der Wohlstand nur ein Tauschmittel, um damit zu einem höheren Glück zu kommen. Der Wert des Wohlstandes ist der Wert, der das Glück ausmacht, das, was du für deinen Wohlstand bekommst. Dieser Austausch wird für dich zu einem Hilfsmittel, mit dem du dir die wirklich wichtigen Dinge beschaffen kannst, um damit deine Wünsche verwirklichen zu können. Das Erreichen deines höheren Selbst ist abhängig von dem Tauschmittel, das du hast, und davon, wie zahlreich und wie groß dieses sein muss, um zu deinem Ziel zu gelangen. Der Sinn, das Ideal, muss klar, fest und unumstößlich sein. Es ist und bleibt dein Ideal, und die Hilfsmittel wie Reichtum, Wohlstand oder Ähnliches können es nicht ersetzen, sondern dienen letztlich nur dazu, dein wahres Ideal zu erreichen. Es ist die eine Macht, die mit dir geht und mit dir ist. Du bist nicht allein, erkenne diese Macht an. Deine schöpferische Macht hängt gänzlich von deiner spirituellen Macht ab. Und diese unterteilt sich in drei Schritte: Idealisieren, Visualisieren und Materialisieren. Je genauer du dir das Gewünschte vorstellst, umso genauer kann dein Unterbewusstsein arbeiten. Der Gedanke geht der Handlung voraus. Es ist das Gesetz von Ursache gleich Gedanke und Wirkung gleich Handlung. Jeder Gedanke verschafft sich seine Realität in deinem Leben. Alles, was sich vorschnell und ohne Grundlage bildet, ist nichts anderes als ein Vorbote für Erniedrigung und Unglück. Was dir in der äußeren Welt begegnet, ist das, was du dir in der inneren Welt geschaffen hast, das, was du dort hineingelassen hast. Alles, was über deinen bewussten Verstand eindringt, was dort Zugang erhält und sich dort niederlässt, ergibt ein Bild in deiner inneren Welt. Halte deinen Verstand geschlossen für die Dinge, die dir nicht den Ertrag bringen, den du willst. Wenn du deine Gedanken kontrollierst, bedeutet das für dich, dass du all das kontrollierst, was die Umstände in deinem Leben ausmachen. Du und der Allmächtige, ihr seid eins. Das Ergebnis des Gedankens hängt ab von seiner Form, seiner Qualität und der Lebenskraft. Zerstörerische Gedanken haben den Keim ihres eigenen Todes in sich. Jedoch werden sie in der Zeit des Sterbens auch bei dir Krankheit, Leid und Missstimmung mit sich bringen. Diese Missstimmung wirst du als schlecht bezeichnen. Du wirst die Schuld daran einem übergeordneten Wesen zuschreiben wollen. Doch dieses übergeordnete Wesen ist Geist im Gleichgewicht. Und du bist derjenige, der sein Gleichgewicht verloren hat. Wenn du es nicht wertest, dann ist es weder gut noch schlecht. Es ist einfach nur.
Deine Fähigkeit, deine Gedanken in Form zu bringen, ist deine Fähigkeit, gut oder böse zu erschaffen und zu manifestieren. Das Ergebnis deiner Handlungen wird von dir und allen anderen als gut oder böse bestimmt, was jedoch nur eine Wertung deiner Handlungen und deren Ergebnisse ist. Gut und böse sind das Ergebnis der Ursache des Denkens. Denkst du harmonisch, dann bringst du das Gute in dein Leben. Denkst du disharmonisch, dann holst du das Böse in dein Leben. Es ist die Qualität deines Bewusstseins, die über die Fähigkeiten und Leistungen des Resultates bestimmen. Naturgesetze funktionieren auf natürliche und harmonische Weise perfekt. Willst du einen Wunsch erfüllt haben, so musst du ihn ausschließlich in seinem Endergebnis in deinem Inneren als Bild sehen, und die Erfüllung des Wunsches wird sich in deinem realen Leben ausdrücken. Es ist die Visualisierung und der Glaube, die es ermöglichen. Deine Visualisierung ist die Form und du bist der Meisterarchitekt. Aus dieser Visualisierung entstehen Konzepte, Pläne und Materialien, die dann in deinem Leben zur Erfüllung deines Wunsches beitragen. Dein Gefühl ist der Ursprung jeglicher Macht. Deine Vorstellungskraft ist dir ein guter Diener. Du wirst ihn beherrschen, indem du dich auf dein Ideal konzentrierst und an diesem festhältst. Schaffe dir ausschließlich solche Bilder, von denen du weißt, dass sie tatsächlich wissenschaftlich belegbar sind. Halte deine geistige Einstellung harmonisch, bleibe den Naturgesetzen treu, suche die Einheit mit dem universellen Geist. All dies wird dir das herbeiführen, was für dein Größtes erforderlich ist.